Hallo Leute, heute ist der 20.11.2020. Ich habe heute ausgeschlafen und habe dann zum Mittag mit Kerstin telefoniert. Und das war ganz, ganz hilfreich. Wir haben darüber geredet, dass man während Corona ein bisschen egoistischer sein soll und an positive Dinge denken soll oder positive Dinge für einen machen soll, die so nach Selbstsuggestion oder wie nennt man das? Mindbuilding und Selbstachtung, also Achtsamkeit, Selbstachtsamkeit, Übungen oder so. Dass das ganz positiv wirkt. Und dass man sich jeden Tag aufs Neue darauf konzentrieren muss, was tut einem am besten und wie übersteht man die Zeit am besten. Und da gebe ich ihr recht. Das mag schon stimmen. Wenn ein Familienverband ist, ist es halt schwierig. So. So egoistisch zu handeln oder seine eigenen Bedürfnisse vor den anderen zu stellen. Ich meine, das ist bei mir sowieso teilweise sehr ausgeprägt, dass ich durch meine Behinderung meine Bedürfnisse vor die anderen stelle, weil ich einfach viel Hilfe brauche. Gar nicht, weil ich bewusst irgendwen schaden will, sondern weil ich einfach viel Hilfe brauche und das den anderen oft stört oder in seinen Tätigkeiten aufhält oder einschränkt. Aber nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Behinderungsgrund. Das ist, glaube ich, bei mir sowieso schwierig. Ich glaube, dass ich ein Mensch bin, der die Bedürfnisse anderer schon akzeptiert und sich nicht vor dem anderen stellt, wenn es nicht um die Behinderung geht oder die Einschränkung. Vielleicht manchmal, aber das tut jeder manchmal. Und ich glaube, im Familienverband ist es nicht so einfach, seine Bedürfnisse immer vor den anderen zu stellen. Weil ich glaube, dann fliegt man schnell raus oder wird halt nicht akzeptiert. Weil das schnell als egozentrisch oder egoistisch gilt. Deswegen frage ich mich halt, wie ich das jetzt umsetzen soll. Ich meine, sie hat schon teilweise recht, aber ich glaube, doch, dass ich mich sowieso sehr alleine fühle. Und das Ganze schwierig zu handeln ist, was meine Eltern angeht und auch die Aufmerksamkeit.
Ihnen gegenüber und mir gegenüber, dass das ausgewogen bleibt, ist einfach glaube ich, ist nicht schwer, wenn man dann so egoistisch handelt. Weil dann kann man auch nichts von dem anderen erwarten. Oder darf man nichts erwarten. Wenn jeder nur sein eigenes Ziel vor Augen hat, seine eigene Glücklichkeit und nicht die der anderen, dann wird man auch nichts zurückbekommen. Aber das ist halt schwierig. Auch wenn es nur für die Lockdown-Zeit ist. Ja. Und darüber habe ich mir heute Gedanken gemacht. Und dann war ich beim Arzt. Ich hatte eine Blutabnahme. Und bin gar nicht blau geworden. Man sieht gar nichts mehr davon. Nicht mal mehr ein Einstichloch. Aber, ja, meine Blutwerte sollten kontrolliert werden. Und deswegen habe ich Corinna abgesagt, weil das länger gedauert hat. Und ich mir das gestern schon gedacht habe, dass es länger dauern wird. Momentan eher nur telefonisch beraten wird, was man zu machen hat, wenn man krank ist oder, ja, aber ich, wenn man 4 Personen in der Praxis, mit mir und meiner Mutter, also ich zähle uns als eine und also 5 Leute waren wir mit Verkühlung und Blutabnahme. Das Komische finde ich, dass die Blutabnahme heute am Nachmittag war und nicht Vormittag. Aber es war so geplant. Meistens habe ich die Vormittag. Und ja, konnte halt Corona nicht kommen. Leider. Ich habe gestern noch mit Corona telefoniert und habe ihr so ein bisschen erklärt, dass ich halt nicht weiß, ob ich die Stunden bekomme und dass ich das Ganze spontaner machen möchte mit den Assistentinnen. Dass ich Leute brauche, die in meiner Nähe wohnen, weil sie 1,5 Stunden Anreise hat. Und dass ich halt überlege, ob ich sie kündigen muss, wenn das Ganze nicht, wenn ich ihr nicht absagen kann oder ihr nicht einen Dienst zuteilen kann, wenn ich das immer 2-3 Tage vorher machen muss. Und meine Eltern müssen spontan irgendwo hin, dass ich dann immer so näher brauche. Und die hatten anderen Klienten und Corinna kann so spontan nicht, weil auch manchmal Züge nicht fahren. Oder einfach die Strecke zu weit ist. Und ich glaube, das hat sie schon verstanden, aber nicht so wirklich ernst genommen, dass das wirklich eine Belastung für mich ist. Und dass ich mir einige Sorgen mache über die Gleichberechtigung in dem Team, weil ich pump sie schon oft an und reg mich oft auf über verschiedene Dinge. Und das kommt halt bei Sonja nicht vor. Und ich weiß nicht, warum
Corona mich so reizen kann, aber es ist einfach oft da, wenn es mir nicht gut geht. Und dann reagiere ich halt falsch. Aber das mache ich nicht absichtlich. Ich werde jetzt noch bis Anfang Jänner warten, ob ich die Stunden bekomme und wie sich das mit Corona entwickelt, und dann werde ich entscheiden, ob ich sie kündige oder nicht. Auch wenn sie es nicht versteht oder nicht einsehen will, verstehen tut sie schon. Aber nicht einsehen will, die Entscheidung liegt bei mir und ich bin da die Chefin sozusagen. Und wenn das nicht besser wird, muss ich mich von Corinna trennen. Aber einfach, weil ich fair sein will und nicht die ganze Zeit auf ihr rumhaken. Und sie findet sicher jemanden anders, der besser zu ihr ist als ich. Ich glaube manchmal, sie kann mit meiner Depression nicht so viel anfangen. Aber ja. Das war's jetzt von mir. Mir geht's heute ganz okay. Ich habe mit Kerstin geredet und seitdem geht's mir wieder ein bisschen besser. Aber ich werde mir demnächst wieder einen Termin ausmachen, um mit dir zu reden. Weil Christoph erreiche ich nicht, das habe ich eh gesagt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Gute Nacht. Ciao. Macht's gut. Eure Ines.